Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ihr seht wahrscheinlich schon, wir haben hier im Hintergrund so drei mega große Tunnel. Einen gelben, einen roten und einen schwarzen. Und da werden wir jetzt gleich mal reinschauen. Und ja, Leute, wenn euch das Video gefällt, lasst doch sehr, sehr gerne jetzt an dieser Stelle eine positive Bewertung da. Und ihr habt auch in die Kommentare vom letzten Video geschrieben, dass ihr alle Ferien habt. Deswegen werde ich die Videos wahrscheinlich jetzt immer um 8 Uhr morgens raushauen, auch in der Woche, also nicht nur am Wochenende, allerdings natürlich nur, solange die meisten von euch Ferien haben. Und ja, ihr könnt ja mal sagen, ob ihr das gut findet oder schlecht findet, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein hier in diese gute alte Stube. Und wie schon gesagt, haben wir hier einen gelben Tunnel. Und ich bin mal gespannt, was wir hier in diesem gelben Tunnel finden werden. Und oh, okay. Das hier sieht mir sehr, sehr stark nach Among Us aus. Das ist ein Among Us-Tunnel. Und ja, wir haben hier sehr, sehr viele Spieler. Wir haben gelbe Mitspieler, also Crewmitglieder. Wir haben rote Crewmitglieder. Und wer weiß, vielleicht ist ja auch einer davon ein Imposter. Kann ja auch sein. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Among Us auch spielt. Und hier haben wir sogar ein paar Aufgaben. Zum Beispiel irgendwas downloaden oder so auf dem Server. Ne, das hier sind Serverblöcke. Oder hier beispielsweise am PC irgendwas hacken. Ne, das finde ich ganz nice. Und ich rede einfach mal mit dem einen oder anderen davon. So, hallo Pat, sagt er. Wir spielen eine Runde Among Us. An alle Zuschauer, wer spielt auch Among Us? Könnt ihr jetzt auch, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr treue Zuschauer seid, lasst jetzt einen Like da plus ein Abo. Ja, oder wer ist schon Abonnent? Ja, da bin ich auch mal gespannt, Leute. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja gerne mal jetzt noch mal eine positive Bewertung da lassen. Und natürlich nicht vergessen, kostenlos zu abonnieren. Und wir haben hier sogar so wunderschöne Displays, sehe ich gerade. Sieht auch sehr, sehr schick aus. Wir können damit sogar einfach hier ins Internet gehen, oder? Funktioniert das auch? Moment, gucken wir mal. Ja, es geht, aber es ist irgendwie sehr, sehr dunkel, das Display. Da hat jemand die Helligkeit ein bisschen, sehr stark runtergeschraubt. Aber gut, Leute, wie gesagt, das erinnert mich alles sehr, sehr stark an Among Us. Besonders so einige Sachen, die hier drin sind. Beispielsweise irgendwie PCs, da könnte man theoretisch was hochladen. Ist ja auch eine Aufgabe bei Among Us. Und ja, zum Beispiel hier bei der Spielekonsole könnte man irgendwelche Kabel zusammenkleistern. Ne, das macht man ja auch ab und zu bei Among Us. Und naja, gut, Leute, so viel zu diesem wunderschönen gelben Tunnel. Hier sind auf jeden Fall keine Imposter, zumindest wurden wir ja nicht angegriffen. Naja, gut. Kann ich die überhaupt angreifen? Ne, die kann ich nicht angreifen. Das heißt, die meisten davon werden sehr wahrscheinlich, wenn nicht sogar alle, freundlich sein. Ist hier vielleicht was hinter? Ne, hier ist auch nichts hinter. Dann platziere ich mal ganz schnell das Foto wieder. Nicht, dass die mich noch vermöbeln deswegen. Aber gut, raus geht's jetzt hier aus diesem gelben Tunnel. Und ich würde sagen, Leute, wir nehmen sicherheitshalber mal eine Waffe mit oder machen uns jetzt hier ganz, ganz flott ein schönes Holzschwert, weil es kann natürlich auch sein, dass wir auf den ein oder anderen Bösen hier treffen. Man weiß ja nie, was hier in diesem Tunnel drin ist. Und damit ich mich irgendwie wehren kann, ist, denke ich mal, ein Schwert nicht unbedingt verkehrt. So. Wir platzieren hier nochmal ganz kurz diesen Setzling. Bam. Und jetzt geht's ab in den roten Tunnel. Da bin ich ja mal gespannt, Leute, was im roten Tunnel sein wird. Und wir machen die Tür einfach mal auf. Und let's go. Oh, weia, Leute. Wir haben hier schon so komische Schienen auf dem Boden. Das ist hier kein gutes Zeichen. Und was soll denn das da hinten sein? Alter Schwede. Das sieht sehr komisch aus. Sind das Augen? Oder sind das Punkte hier? Auf jeden Fall sieht das sehr, sehr eigenartig aus. Gerade so viele Schienen. Und Leute, kann das hier dieses komische Monster sein? Dieser Train Eater? Davon habe ich irgendwas gehört. Das soll so ein Zugfresser sein, der in einer, ja, Zughöhle oder in einer Höhle sein soll, wo, ja,
sag ich mal, Züge herausfahren. Aber gut, ich weiß gar nicht, ist der irgendwie böse? Anscheinend, wenn ich mich nähere, ist der noch ganz lieb, ne? Ja, das sieht okay aus, das sieht okay aus. Alter, was hat der denn hier für einen Mund? Moment, kann ich den mal hier so nach vorne so ein bisschen locken, ja? Man sieht es hier, der sieht auf jeden Fall ein bisschen gefährlich aus, könnte man sagen. Leute, denkt ihr, wir können den einfach so angreifen? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir lassen uns einfach mal drauf ein. 3, 2, 1 und... Oh Gott, greift er mich zurück an? Der greift mich auch zurück an. Okay. Oh mein Gott, der ist stark. Kann ich flüchten? Ich kann hier wieder flüchten. Alter Schwede. Ich weiß ja nicht, ob wir gegen den eine Chance haben, Leute, weil ganz ehrlich, ihr habt wahrscheinlich gesehen, der hat jede Menge Schaden gemacht. Eieieiei. Und wir haben auch nur ein Holzschwert, ne? Das ist natürlich auch noch das Problem. Aber ich komme auch nicht so weit dran. Der kann mich aus einer viel größeren Distanz schlagen. Aber natürlich will ich es einfach mal ausprobieren. Komm, ich versuch's nochmal. Schlägt er mich immer noch? Ah, jetzt hat er sich abreagiert. So, und aus der Distanz geht's eigentlich, oder? Ich komme nicht dran. Seht ihr, Leute, ich komme nicht dran. Ich kann einfach nicht angreifen. Es ist unmöglich für mich. Hä? Warum kann ich ihn nicht angreifen? Jetzt vielleicht? Jetzt wo? Oh, nein, auch nicht. Das ist doch... Leute, das ist nicht fair. Ich habe ja keine Chance, den irgendwie anzugreifen. Das ist wirklich unfair. Okay, aber ganz ehrlich, wir lassen den einfach da in der Höhle verrotten, weil, ne, ich meine, solange er da drin ist, kann er mir sowieso nichts antun. Von dem her passt das so. Okay, jetzt bin ich natürlich gespannt, was sich jetzt in dieser schwarzen Höhle befinden kann, weil, ne, die schwarze Höhle ist an sich schon ultra dunkel. Ne, man sieht auf jeden Fall aktuell nicht viel, aber wir schauen mal nach. Und hier steht, ich wurde eingesperrt. Oh mein Gott, das sollte, glaube ich, da hinten Siren Head sein. Zumindest sieht es mir sehr, sehr stark nach Siren Head aus. Und ich weiß jetzt nicht, ob der Kollege da vorne auch so stark ist oder ob der böse ist. Keine Ahnung. Ich kann mich ja mal annähern. Oh Gott, er kommt angerannt. Er macht auch so viel Schaden. Aber ihn kann ich angreifen. Oh Gott, er hat mich was, oder? Oh, ich mache ganz gut Schaden. Oh Gott. Ich muss da wieder rein, Leute. Ich will mein Schwert wieder haben. Das waren die Sticks. So, hier ist mein Schwert. Oh Gott, komm. Den können wir aber besiegen. Wir haben ihn besiegt! Wuhu! Okay, also gegen Siren Head hatten wir auf jeden Fall eine Chance. Aber gegen diesen komischen Train Eater, der in diesem roten Tunnel, da sind wir wirklich machtlos, weil, ne, ich kann mal versuchen, nochmal gegen ihn anzukommen. Aber er schlägt mich aus so einer großen Distanz. Das ist ja nicht mehr normal. Oh Gott. Seht ihr? Es geht einfach nicht. Ich habe keine Chance. Aber der ist auch nicht so böse. Der greift uns nämlich nur an, wenn ich ihn selbst angreife, ne? Ja, jetzt lässt er mich wieder in Ruhe. Schlage ich ihn einmal, dann macht er nix. Oh, ist er lieb geworden? Oh ja, komm, vielleicht schaffen wir es, Leute. Nein! Ich will ihn jetzt besiegen. Ja, er kann nicht mehr viel Leben haben. Er kann wirklich nicht mehr viel Leben haben und er greift mich wieder nicht an. Komm. Jawohl! Wir haben es auch geschafft, den Train Eater zu besiegen. Also, eine sehr erfolgreiche Episode, würde ich sagen, ne? Wenn wir auch das geschafft haben, Leute. Ja, das waren hier auf jeden Fall die drei Tunnel, die zur Auswahl waren. Gelb, Rot und Schwarz. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, Leute, was ihr spielt, also ob ihr Among Us spielt und welcher Tunnel euch am meisten gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und ja, bis dann, Leute. Haut da rein. Like und Abo nicht vergessen. Und ciao.